Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde. Der Dienstag ist wieder da und ich bin wieder am Start mit Bomben entschärfen. Der liebe Müller ist natürlich wieder mit am Start und liest mir vor, wie ich machen muss. Moinsens. Okay, dann kommen wir jetzt zur Sektion 2, The Basics. Something old, something new. Okay, wir würden mal sagen, wir haben die nächste Bombe. 5 Minuten haben wir Zeit, 3 Module, 3 Strikes. Ich starte einfach mal, wir werden sehen. Okay, wir haben es 21.29 Uhr, das ist apropos die reelle Zeit, zu spät haben wir es jetzt wirklich gerade. Und da würde ich sagen, paff, die Bombe geht los und zwar haben wir erstmal Kabel. Von links nach rechts. Naja. Wie viele? 5, Entschuldigung, das habe ich vergessen zu sagen. 5. Mit der Seitenkabel schwarz. Ist ein schwarzes dabei? Nein. Ein rotes? Ja. Mehr als ein gelbes? Nein. Wenn kein schwarzer Bubble. Das zweite Kabel durchschneiden. Ja, war richtig. Hieroglyphen wieder. Okay. Wieder so zwei, wie so ein, wie soll ich sagen, ein X mit einem I drin, also so zwei Ks, die so aneinander. Ja, habe ich. Dann die 6. So eine komische 6. Ja, habe ich. Dann ein umgedrehtes Fragezeichen. Ja. Und dann, ach du Scheiße, wie kann ich denn das erklären? Ist das so ein, wenn du den Kopf nach rechts drehst, so ein E? Nee, das ist wie so ein, wie soll ich das jetzt erklären? Wie so ein, ach du Kacke, so ein Dreieck mit 3 Beinen und links. Gut, okay. Und links geht dann so ein H, wie so ein H. Und das, okay. Mach, okay. 6P, das komische und Fragezeichen. Welches P? Hast du doch gesagt, oder nicht? Nee, ich hab gesagt K, die zusammengestellten Ks, dann umgedrehtes Fragezeichen und dann dieses irre, komische. Ja, dann 6, dieses komische Wirrwarr, K, ja. Fragezeichen. Alles klar, war richtig. So, und jetzt haben wir was, ein ganz neues Modul, und zwar wie so ein Zahlencode. 4 Zahlen sind da unten drunter, also so ein Zahlencode. Und mit einem Bildschirm oben drin, und da steht ein 1 drin. Okay, ja. Du die Zahlencode und das Modul zu bringen, das ist eine Phase, um das Modul zu entschärfen. Jedes Modul, Phase 1. Drücke den 2. Nochmal. Drücke die 2. Position. Ja, hab ich. Was für eine Zahl wird angezeigt? 3. Drücke den Knopf in der 3. Position. Oh, war falsch. Hä, warum? Jetzt wird da 1. Oh, jetzt ist wieder weg, der Dings. War falsch. So, warte mal. Gut, was steht denn jetzt oben? Eine 1. 1. Ja. 2. Position drücken. Ja, ist richtig. So, was wird jetzt angezeigt? Eine 4. So, erst zuhören. Drück denselben Knopf wie bei der 1. Position in Phase 1. Was war denn das vorhin? Wie hat man das in Phase 1 gehabt? War das der letzte? Nee, was. Sag mir doch mal, was hat man im ersten gehabt? Wenn eine 1 angezeigt werden, hast du die 2. Position gedrückt. Okay, war richtig. So, aber wieder die 2. Position. Gut. Jetzt steht eine 3 oben drin. Drück die 3. Position. Ja, war richtig. So, jetzt steht eine 1 oben drin. Wenn der 1 angezeigt wird, ja? Drücke denselben Knopf in der Phase 1. Ja, richtig. So. Und jetzt steht oben drin eine 2. Selbe Beschriftung in Phase 2 gedrückt hast. Was? Phase 2? Boah, Phase 2 war doch das, was ich in der 1. gedrückt habe. Also wieder der Knopf. Nein, das war falsch. Jetzt fängt es wieder von vorne an.
Nein, da steht eine 1 oben drin. Ah, Kacke. Nee, das schaffen wir nicht mal. Das ist 17 Sekunden. Eine 1 steht drin. Komm, wir können es versuchen. 1, zweite Position. Ja, richtig. Jetzt steht eine 4 drin. Nee, 4, 3, 2, 1. Puff. Du musst ja auch einiges merken. Boah, das weiß ich doch nicht, dass ich mir da was merken soll. Dann merke ich mir das halt jetzt mal. Ich versuche es zu merken. Mein Gott, ey. Okay, ja, hier Ray nochmal. Dieser war mein Fehler. So, okay, wir haben wieder, was haben wir denn jetzt? Komm, geh, mach hell. Und zwar haben wir wieder Hieroglyphen. Wir nehmen erstmal die Hieroglyphen. So, okay. Und zwar so ein ganz komisches N, was so ein bisschen seitlich, so ein bisschen schräg steht. Mit so gebogen an der Seite. Hä? Also so ein, ja, sieht, oder wie so ein, ja, sieht aus wie ein N halt. Gut, hab ich. Ja. Dann ein Lolli, oder was ist denn das? Ein Lolli oder ein Eis am Stiel? Ja, hab ich. Dann, was ist denn das? Das ist wie so ein H, ein Schreibschrift-H mit einem ganz komischen Haken rechts. Hab ich. Und dann kommt wieder dieses, was wir vor uns hatten mit diesem Geschnörkel da. Das, gut. Lolli. N. Schnörkel. H. War richtig. So, jetzt haben wir wieder einen Button zum Drücken und zwar einen weißen. Was ist, stopp. Was ist das nächste? So einen komischen, keine Ahnung, wie nennt sich das? So, mit so vier Farben. So ein. Okay, machen wir das, wir nennen das Simon. Simon Says. Simon, ne? Says, okay. So. Einer der vier Farben. Welcher Knopf blinkt? Gelb. Welche Farbe? Gelb. Gelb. Hat die Seriennummer ein Vokal? Boah. Seriennummer. Ja. Gut. Kein Fehler, ne? Was? Kein Fehler, ne? Was, kein Fehler? Wir haben bis jetzt keinen Fehler gemacht, ne? Nein. Und das gelbe Licht leuchtet, ne? Nee, es blinkt. Gut. Jetzt muss ich überlegen. Warum? Drück mal grün. Also, ja. Nee. Zu spät, habe ich gedrückt. Hat geklappt. Jetzt kommt gelb-rot. Komm jetzt hin. Gelb-rot. Dann drückst du... Also jetzt blinkt gelb und dann nur nach rot. Blau. Nein, war falsch. Gut, jetzt haben wir einen Fehler. Immer noch gelb? Gelb-rot. Gelb-rot. Hä? Wie soll das denn funktionieren? Mit der wird er kommen. Der vorige Knopf, der blinkt. Der Farbzuordnung. Blau. Auch falsch. Jetzt? Jetzt blinkt gar nichts mehr. Doch. Jetzt ist gelb-rot. Grün. Hab ich das schon? Komm, hochgegangen. Okay. Ja, dann zum nächsten halt. Ja, Freunde. Ja, sag doch, ja klar. Was? Okay. Ja, ich habe jetzt aber, ich musste jetzt mal ganz kurz noch mal was nachgelesen. So, wir haben wieder Simon Says. Mhm. Und zwar blinkert da der Grüne. Mit oder ohne Vokal? Die Seriennummer, hat die ein Vokal? Nein. Gut, und es leuchtet grün. Ja, es blinkt grün. Dann drückst du grün. Hab ich. Was jetzt? Jetzt kommt grün und rot. Danach gelb. Naja, warte.
Warte. Ich verstehe das nicht. Rot. Danach machst du blau. Was? Blau. Jetzt blau. Also ja. War falsch. Warum? Grün, rot. Grün, rot. Rot. Ah, auch falsch. Drück ich einfach mal. Oh, ja. Blind gedrückt. Oh, mein Gott, ey. Mann, 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 Mann. So, nochmal. Oh, diesmal gibt es keinen Simon Says. Okay, wir haben einmal einen. Wir haben Kabel. 6 Stück. Okay, links nach rechts, ne? Ja, ja. Ist immer links nach rechts. Gibt es ein gelbes Kabel? 2 gelbe. 2 gelbe. Mhm. Gibt es ein rotes Kabel? Ja, 1. Ein weißes? Nein. Das vierte Kabel. Ja, war richtig. So, jetzt haben wir hier so ein, ja, wie kann ich das sagen? Wie so ein, ja, wie kann ich das erklären? Wie so ein, wie kann man das, keine Ahnung, sieht aus wie so Pac-Man. Verschnitt mit so ganz komischen grün umrandeten Vierecken. So ein Haufen Vierecken in der Reihe. Wie kann ich okay, okay, ja, okay. Von oben nach unten ist Länge, von links nach rechts ist Breite. Ne? Hm. Wo ist dein. Warte mal, mit ein paar kreisrunden Markierungen. Wo ist dein weißes Licht? Das ist überall, wo ich es auch hintippe. Also, ich kann das weiße Licht hin, wo ich will. Oh. Ja, wo? Welche Nummer? Oh, ach, das hätte ich gar nicht bewegen dürfen. Oh, nein. Verdammt. Oh, ja. A1, B, also von oben nach unten ist 1. Von links nach rechts sind es Buchstaben. E1. Ist jetzt vorbei, weil ich hab's schon gedrückt. E1. Ja. Sekunde. Gut. Wo bist du hingegangen? Nach oben oder nach unten? Keine Ahnung, ich habe jetzt nichts weiter gemacht. Ja, wo bist du denn? E1, habe ich doch gesagt. Dann geh einmal nach oben. Geht ja nicht nach oben, wenn ich auf 1 bin, oder? Du hast ja gesagt, runterwärts sind die Zahlen. Das wäre also 1 ist ja oben 1. Ach so, sagst du das? Nein, gut. Dann E1. Ja. Wir haben jetzt schon 2 Fehlversuche, weil ich hier rumgedrückt habe, weil ich wusste, wie das funktioniert. E1. Hä? Erste Reihe, vorletztes Ding, da bin ich. Einmal nach unten. Ja. Einmal nach links. Okay. Oh mein Gott, ey, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Okay. Okay, wir machen es nochmal. So, okay, wir haben Kabel. 6 Stück. 6 Kabel. So. Gibt es gelbe Kabel? Ja, 2. Gibt es ein rotes Kabel? Nein. Das letzte Kabel. Ja, war richtig. So, jetzt haben wir wieder diese. Wir haben nochmal Kabel. 3 Stück. Gibt es ein rotes Kabel? Ja, 1. Gibt es ein gelbes, ein weißes Kabel? Nein. Ein blaues Kabel? Nein.
Das letzte Kabel durchschneiden. Ja, war richtig. So, und jetzt haben wir wieder diese Zahlenkombi mit dieser, mit diesem Bildschirm, mit der Zahl. Da steht eine 1 drauf. So. Drück den Knopf in der zweiten Position. War richtig. So, jetzt haben wir eine 1 wieder oben stehen. Drück den Knopf mit der Beschriftung 4. Okay, war richtig. Alter, was soll ich mir das merken? Eine 1 haben wir jetzt oben wieder stehen. Ja. Dann ist er drin, dass ich den Knopf mit der gleichen Beschreibung. Du sollst die, drück den Knopf mit der Beschriftung 4. Ich glaube, das war die 4. Ja, ist richtig. Gut. Und jetzt wieder eine 1. Drück denselben Knopf, wie du in Phase 1 gedrückt hast, den Knopf. Hab ich. So. Und jetzt steht wieder eine 1 oben drin. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja. Du drückst denselben Knopf, ja, wie der Knopf in Phase 1. Mit derselben Beschriftung. Beschriftung. Was? Willst du mich verarschen? Nein. Das muss ich mir auch noch merken. Ja. Ach du Scheiße. Nee, ist doch falsch. Warte mal. Jetzt ist zu spät, ich hab gedrückt. Okay, jetzt steht eine 3 oben drin. Knopf dritte Position drücken. Ja. Zahl? 1. Mit Beschriftung 4. Jetzt steht eine 4 oben drin. Ich hab das erste schon wieder vergessen. Beschriftung 4. Okay. Jetzt steht eine 3 oben drin. Mit derselben Position in Phase, wie in Phase 2. Ach komm schon! Ach komm schon! Ja, war richtig gut, okay. Und jetzt steht oben drin eine 3. Du drückst denselben Knopf mit der Beschriftung. Oh. In Phase 4. Was? Oh, ich glaube, das war eine 3. Ja, ich hab's. Ja. Wahnsinn, ey. Dieses scheiß Simon Says und der andere Kack, das müssen wir echt noch. Also, Wahnsinn. Alter Schwede. Ja, der Vorteil, den ich jetzt habe, natürlich, ich weiß jetzt so ungefähr, wie das so funktioniert, wo ich drauf achten muss in dem Textdokument. Ne? Das ist halt wieder, deswegen werden wir schauen mal, ich verspreche mal noch nichts. Ja, liebe Freunde, da würde ich sagen, lang genug, jetzt wieder hier rumgebombt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Ja, wir hören uns am Donnerstag wieder, sehen wir dann natürlich den lieben Möller und ja, bis denn. Tschüss. Ciao, Sen.